Während der Zeit der Aragonese wurde das Gebiet von Ugiano als Kirchengüte dem Bischofssitz von Otranto überlassen. Daraus der Name Ugiano Ecclesiae, das heißt Ugiano der Kirche. Die Ortsmitte der Ortschaft wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verändert. Die meisten Gebäude stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die kleine Ortsmitte umgibt den theatralischen Platz Humbert I. gewidmet, wo die hoheitsvolle Pfarrkirche die architektonische Landschaft beherrscht. Der Platz hat jahrhundertelang das Herz der örtlichen Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur dargestellt. Das wird von den alten Getreidespeichern und Begräbnisstätten bewiesen, die während der neuen Staatssanierungsarbeiten entdeckt wurden. Der Turm des Engels hatte vermutlich früher eine militärische Funktion. Es handelt sich um eine kleine Festung, die zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert ein Adelssitz wurde. Charakteristisch sind die breiten Balkons und das Portal aus Bossenwerk sowie die aus 1713 stammende erlesene Ecksäule, die dank ihrer rundlichen Form die Starrheit des Gebäudes mildert. Eine militärische Festung in Ugiano war bestimmt sehr wichtig, denn es gab grenzüberschreitende Bedrohungen. Schon im Jahr 1480 wurde Otranto von den Türken zerstört und erobert. Das Gebäude gegenüber der Pfarrkirche bewahrt noch militärische Beweise sowie die Traufen und die Maschikulis auf. Unter den Gässchen der Ortschaft von Ugiano kann man die typischen sogenannten Casacorte finden, das heißt Art von Bauernhäuser der salentinischen Volkstradition. Einige von diesen Gebäuden bewahren noch heute Traufen und Maschikulis auf, die früher als Verteidigungssysteme verwendet wurden. Man findet dennoch verschiedene Dekorationen, die die künstlerische und auch religiöse Tradition der Gesellschaft von Ugiano beweisen.